Ich möchte jetzt zu der Modellbildung für die Voltage-Mode-Regelung kommen. Das heißt, wir wollen jetzt nochmal betrachten, wie sieht das Blockschaltbild aus und welche Übertragungsfunktionen brauche ich dann, um dort einen Regler auszulegen. Das heißt, wir schauen uns nochmal an, wie war diese Struktur der Voltage-Mode-Regelung. Dann hatten wir die ja hier dargestellt am Beispiel des Tiefsetzstellers, wo wir gesagt hatten, okay, wir haben hier diesen Spannungsregler, dann ein Pulsweitenmodulator hier durch einen Komparator realisiert als nichtlinearer Block und dann diesen DC-DC-Wandler als weiteren nichtlinearen Block. Jetzt wollen wir das zusammenfügen mit den Sachen, die wir in der Modellierung von den DC-DC-Wandlern besprochen haben. Das heißt, wenn man das alles zusammenfasst, haben wir nämlich hier bei der Voltage-Mode-Regelung eigentlich einen klassischen Regelkreis. Wir haben auf der einen Seite unsere Referenzspannung UREF als Sollwert. Wir betrachten jetzt aber nur Kleinsignaländerungen, also nennen wir das Delta UREF Mittel, weil wir ja von dem Mittelwertmodell ausgehen. Das wird verglichen werden mit einem gemessenen Abbild der Ausgangsspannung, das nennen wir Delta UAM, Index M für gemessen und Delta UA für diese Kleinsignaländerung, aber jetzt hier von diesem Mittelwertmodell. Das geht dann rauf auf den Eingang eines linearen Reglers. Das heißt hier mit einer Laplace-Übertragungsfunktion GR von S, das ist der Spannungsregler, so wie man zum Beispiel die Übertragungsfunktion kennt aus der klassischen Regelungstechnik, hier einfach die Übertragungsfunktion sozusagen einsetzbar. Und dieses erzeugt jetzt eine Ausgangsspannung Delta UC von S, das heißt, das ist die Regler-Ausgangsspannung. Diese wird auf den Pulsweitenmodulator draufgegeben und dort hatten wir gesagt, den Pulsweitenmodulator kann man durch ein P-Element ersetzen mit dem Verstärkungsfaktor 1 durch Umax TR. Ja, das heißt, wenn wir so ein dreieckförmiges Trägersignal hatten, mit dem wir unsere Pulsweiten modulierten Signale erzeugen, dann hatte das hier so einen Spitzenwert UTR Max und wenn wir hier ein Vergleichssignal haben, dann ergibt sich das mittlere Tastverhältnis gerade aus dem Verhältnis UC zu UTR Max und deswegen hat er die Verstärkung 1 durch Umax TR. Als Ausgang kommt dann aus diesem Modell, was hier eigentlich sozusagen den PWM-Modulator darstellt, unsere Kleinsignaländerung Delta D Mittel von S raus und diese wird jetzt auf unsere Leistungsstufe gegeben, das heißt auf unseren DC-DC-Wandler und dort brauchen wir dann diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion GD von S, die also den Zusammenhang herstellt zwischen Delta UA-Mittel von S und dem Eingangssignal dieser zeitlichen Änderung des Tastverhältnisses. Das wird jetzt gemessen und zurückgeführt, das heißt wir könnten hier noch eventuell in der Rückführung, nennen wir das GM von S, eine Übertragungsfunktion haben für eine Spannungsmessung. Und wenn wir das dann hier zusammenfassen, dann haben wir hier sozusagen insgesamt unser lineares Modell für die Voltage-Mode-Regelung. Das heißt tatsächlich hier, dieses Blockschaltbild, was wir hier haben, ist eins, das man in der klassischen Regelungstechnik so sehen könnte mit linearen Übertragungsfunktionen, das heißt diesen Laplace-Übertragungsfunktionen GR von S, GD von S, GM von S. Wir haben hier ein P-Element für die Pulsweitenmodulation und wenn wir jetzt unterschiedliche DC-DC-Wandler benötigen und wollen die Regler auslegen, müssen wir eigentlich nur hier sozusagen die Streckenübertragungsfunktionen kennen und dazu brauchen wir von dieser Leistungsstufe diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion, das heißt eigentlich die Führungsübertragungsfunktion. GD von S, die sich errechnet als Delta UA zu Delta D, die wir beispielsweise für den Tiefsetzsteller abgeleitet haben. Die Control-to-Output-Übertragungsfunktion habe ich jetzt hier mal zusammengefasst. Das heißt, wir haben tatsächlich eigentlich die vom Tiefsetzsteller hergeleitet aus diesem Kleinsignalersatzschaltbild. Die kann man natürlich genauso auch für den Hochsetzsteller und Hochtiefsetzsteller ableiten, was ein bisschen komplizierter ist. Im Unterschied zu dem, was wir abgeleitet haben, ist hier eine Modifikation drin. Das heißt, hier ist der Ersatzserienwiderstand des Ausgangskondensators drin. Das heißt, hier bei diesem Tiefsetzsteller haben wir, wenn wir das aufmalen, zusätzlich in Serie zu dem Ausgangskondensator hier dessen Ersatzserienwiderstand mit berücksichtigt und diese Übertragungsfunktion, die jetzt hier angegeben ist, ist jetzt die Control-to-Output-Übertragungsfunktion, die wir kriegen, wenn dieser Ersatzserienwiderstand damit drin ist. Das heißt, das Verhältnis Delta UA-Mittel
zu Delta D-Mittel aus dem Mittelwertmodell. Das heißt, tatsächlich haben wir hier ein PT2-Verhalten, aber eine zusätzliche Nullstelle durch diesen Ersatzserienwiderstand. Die kann sehr hilfreich sein bei der Regelauslegung, weil diese nämlich eine Phasenanhebung um bis zu 90 Grad ermöglicht und wir dadurch eine geringere Phasenverschiebung kriegen als die, die wir hätten, wenn wir hier nur ein passives LC-Filter haben, was ja eine maximale Phasenverschiebung von minus 180 Grad verursacht. Dann habe ich jetzt hier auch noch für den Hochsetzsteller bzw. Aufwärtswandler und für diesen invertierenden Hochtiefsetzsteller die Übertragungsfunktion dargestellt. Jetzt ist hier eine Besonderheit drin in diesen Übertragungsfunktionen. Hier ist jetzt so eine ja, Ersatzinduktivität definiert. Das heißt, tatsächlich sind das auch PT2-Übertragungsfunktionen. Ja, hier oben, das hier ist ein PT2-Verhalten plus eine Nullstelle. Das haben wir hier unten jetzt auch. Das heißt, wir sehen bei allen diese ESR-Nullstelle, die wir hier haben in diesen Übertragungsfunktionen. Wir haben aber hier jetzt diese Ersatzinduktivität L durch 1 minus D Quadrat, wenn wir dieses PT2-Verhalten rechnen. Das heißt, statt der Induktivität L rechnen wir hier mit einem leicht anderen Wert. Und was wir haben ist, wir haben hier eine zusätzliche Nullstelle. Und wir sehen hier, da steht 1 minus S durch LE durch R, beziehungsweise hier 1 minus S mal D mal LE durch R. Das hier sind Nullstellen in der rechten Halbebene, deswegen sind Hochsetzsteller, Aufwärtswandler und der Hochtiefsetzsteller nicht minimalphasige Systeme, die etwas schwieriger zu kompensieren sind, weil diese Nullstellen jetzt nämlich eine Phasenverschiebung erzeugen, die sonst eigentlich nur eine Polstelle macht, das heißt eine Phasennacheilung um 90 Grad und nicht eine Phasenanhebung um 90 Grad. Das heißt, hier haben wir Nullstellen in der rechten S-Halbebene, einmal hier und einmal hier, im Englischen abgekürzt als RHP oder RHPZ, Right Half Plane Zero. Und diese erschweren jetzt insbesondere die Regelauslegung, wenn wir hier in diesem Voltage-Mode sind. Diese Übertragungsfunktionen sind alle ableitbar aus dem nichtlinearen Großsignalersatzschaltbild, das wir hergeleitet hatten mit diesen gesteuerten Quellen, ähnlich zu dem PWM-Switch-Modell. Aber die gelten natürlich nur in dem Sinne hier für die Voltage-Mode-Regelung und diese Ersatzschaltbilder sind ja auch bloß abgeleitet für den Fall, dass wir kontinuierlichen Stromfluss in der Induktivität haben. Aber dann können wir diese benutzen, um damit unseren Regler zu dimensionieren. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Blockschaltbild, dann heißt das einfach, um jetzt diesen Regler im Voltage-Mode auszulegen, benötigen wir eigentlich nur diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion, die wir, wie gesehen, gerade aufgelistet haben. Und wir brauchen diesen Parameter für die PWM. Und dann können wir bei bekannter Spannungsmessungsübertragungsfunktion einen geeigneten Regler zum Beispiel auswählen und diesen dimensionieren mittels der klassischen Methoden der Regelungs.